willkommen an alle Anwesenden und Anwesenden, auch im Namen des University Future Festival Teams. Ich freue mich, Sie hier alle begrüßen zu dürfen und gebe direkt ab an unsere Speakerin für heute oder für jetzt. Ja, auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen zu HighFlex-Lehre, ein Vergleich in verschiedenen Studienphasen. Wir sind Bauingenieurin von der Technischen Hochschule Rosenheim und wir wollen unsere Lehrveranstaltung innovativ verändern. Und wir sind hier stellvertretend für unser ganzes Projektteam. Ohne einen wissenschaftlichen, pädagogischen Background sind wir daher experimentierfreudig in einen Veränderungsprozess gestartet und möchten hier über unsere Erfahrungen berichten. Ja, HIGHROQ, das ist ja eine kreative Buchstabenkombination. Hybride, individuelle, greifbare Hochschullehre in Rosenheimer Qualität. Einfach HIROQ. Ja, was kann man sich denn darunter vorstellen? Wir wollen ein innovatives Lehr- und Lernumfeld gestalten, in dem wir uns als Lehrende wohlfühlen und die Studierenden agil einbinden. Und wie kann das erreicht werden? Ja, unsere Strategie ist, eine neue Lernkultur zu schaffen, die auf Zusammenarbeit zwischen den Studierenden mit uns als Lehrcoach basiert. Wir haben jetzt im Vergleich zu früher digitale Hilfsmittel und damit können wir den digitalen Transformationsprozess an der TH Rosenheim systematisch ausbauen und auch nachhaltig gestalten. Ah, ich verstehe. Die gezielte Nutzung von Kollaborationsplattformen, Gamification-Elementen und so weiter. Ja, nicht nur. Jede Lehrperson hat eine eigene Persönlichkeit und jede Zielgruppe andere Bedürfnisse. Unsere Zielgruppe sind die Ingenieurstudiengänge Holztechnik, Bauingenieurwesen sowie Holzbau und Ausbau an der Fakultät für Holztechnik und Bau. Welche Unterschiede ergeben sich denn für die unterschiedlichen Lehrpersonen? Wir haben in diesem Projekt neben dem sonst üblichen seminaristischen Frontalunterricht verschiedene andere Lehrstrategien eingesetzt, zum Beispiel videobasierte Formate, HighFlex, Peer Instruction, andere Lehrpfade, Diskussionen aktueller Themen sowie Mischformate. Je nach Lehrperson wurden da unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Daher der Titel des Teilprojektes HighFlex und Peer Instruction. Aber wir haben diese Methoden nicht dogmatisch angewendet, sondern wechseln über diesen Semesterverlauf zwischen verschiedenen aktivierenden Methoden. Teilweise behalten wir auch den klassischen seminaristischen Unterricht bei. Also immer passend zu den verschiedenen Lehrinhalten und zugeschnitten auf die jeweilige Lehrperson, denn eine authentische Lehre muss unbedingt zur Person passen. Und was ist jetzt HighFlex? In den HighFlex-Phasen haben die Studierenden die Wahl, wie und wann sie am Kurs teilnehmen und sich mit dem Material in verschiedenen Modi, sei es Präsenz, Online, Asynchron, beschäftigen, um ihre Lernziele zu erreichen. Durch die regelmäßigen zugehörigen Präsenztermine werden die Studierenden durch das Semester geführt. Die Lehrinhalte werden gezielt auf die Bearbeitungsergebnisse zugeschnitten und gemeinsam reflektiert. Die asynchrone Lernoption fördert die Selbstorganisation und befähigt zum lebenslangen Lernen. Sie ist damit wichtig, nicht nur für Unternehmen zur Mitarbeiterentwicklung, sondern auch für Berufstätige, die daran interessiert sind, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und das wird in Zukunft immer wichtiger. Was bedeutet denn Peer Instruction? Nach einem inhaltlichen Input wird eine Multiple-Choice-Frage gestellt. Das Ergebnis der Abstimmung wird dann als grafische Darstellung projiziert. Bei einem stark differierenden Ergebnis und einem Impuls des Lehrenden haben die Studierenden dann im Anschluss die Gelegenheit, in einer Kleingruppe die anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Das ist eben diese Peer Group Instruction. Anschließend wird zur gleichen Frage erneut abgestimmt und erfahrungsgemäß fällt die zweite Abstimmung wesentlich besser aus. Die Argumente für die richtige Lösung werden nochmals vorgetragen und diskutiert. Die Lehrmethode motiviert, den Lernstoff zu interpretieren und mit Vorwissen zu verknüpfen. Wodurch unterscheiden sich denn jetzt die Ingenieurstudiengänge von Studiengängen der Naturwissenschaften?
In den Ingenieurstudiengängen führt eben kein statischer Lösungsweg zum Ergebnis. Es gibt oftmals sogar mehrere Lösungen. Außerdem verändern sich Themen und Inhalte ständig durch neue Entwicklungen sowie sich verändernde Normen und Richtlinien. Die Studierenden können aber auch eigene Themen mitbringen. So entwickelt sich die Lehrveranstaltung eben ständig weiter und hat einen großen Praxisbezug und nimmt die Studierenden in ihrem eigenen Lernprozess ernst. Mit dieser Erkenntnis ist HyFlex ein guter Lehransatz für Ingenieurstudiengänge. Die Studierenden können sich zunächst zeitlich und örtlich flexibel den Lehrinhalt aneignen. Es gibt verschiedene Lösungswege und sogar ganz unterschiedliche Ergebnisse. Die darauf folgende Präsenzveranstaltung bietet die Möglichkeit, die Lösungsideen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Die Veranstaltung wird gezielt auf die Lösungsstrategien der Studierenden zugeschnitten. Dies kann dadurch erfolgen, dass die Lehrenden auf die Bearbeitungsergebnisse der Studierenden über die Lernplattform zugreifen und sie damit analysieren können. So können Verständnisschwierigkeiten oder sogar Missverständnisse direkt ausgeräumt werden. Im Gegensatz zu Flipped Classroom oder Inverted Classroom wird eben nicht nur die Wissensvermittlung vor die Präsenzveranstaltung geschaltet, sondern gezielt auf den Lernfortschritt eingegangen. Die Präsenzveranstaltungen dienen der kritischen Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und eben nicht nur der Festigung eines konkreten Lerninhalts. Bei beiden Varianten können die Lerninhalte zeitlich und örtlich flexibel erlernt werden. Das ist natürlich ein Vorteil, weil die knappe freie Zeit in einem Vollzeitstudium nicht um einen starren Lehrplan herum geplant werden muss. Unsere Projektziele basieren auf den folgenden Fragestellungen. Wie schaffen wir es, den Semesterverlauf abwechslungsreich und motivierend zu gestalten? Welche Tools und Lehrmethoden können an welcher Stelle der Lehrveranstaltung zielführend eingesetzt werden? Und wie kann erreicht werden, dass die Studierenden in die reflektierende Lehrveranstaltung kommen, obwohl das Lehrmaterial online und sehr gut aufbereitet bereits zur Verfügung gestellt wird? Ein Mehrwert kann nur erreicht werden, wenn erkannt wird, dass die Interaktion untereinander, die Diskussion und Zusammenarbeit grundsätzlich wichtig ist für alle Problemlösungen im Ingenieurwesen. Der persönliche Kontakt zwischen den Studierenden und Lehrenden ist weiterhin ein Qualitätsmerkmal und wird durch das synchrone Angebot reflektierender Inhalte gestärkt. Um erfolgreich Ingenieuraufgaben lösen zu können, müssen unsere Studierenden in Zukunft schließlich die Probleme selbst erkennen und lösen. Sie müssen in der Lage sein, Varianten zu untersuchen und zu bewerten, in Eigeninitiative ihr Fachwissen weiterentwickeln, mit Personen anderer Fachplanung zusammenarbeiten und auf Änderungen und Innovationen reagieren. In dem Projektteam wurden 4 Module ausgewählt, die auf unterschiedliche Ausbildungsstände der Studierenden zurückgreifen. In Baustoffkunde im ersten Semester des Studiums ist das Vorwissen sehr heterogen und die Semestergruppe muss sich erst zusammenfinden. Siedlungswasserwirtschaft im 4. Semester führt die Studierenden an eine ingenieurmäßige Arbeitsweise heran. Im 7. Semester müssen die Problemstellungen in Massivbau 2 bereits selbst erkannt werden. Und bei den Masterstudierenden im Modul Supply Chain Management sollen die genannten Kompetenzen vom Grundsatz her vorhanden sein. Das heißt, in der Lehrveranstaltung werden diese angewandt und auch ausgebaut. Für die Vermittlung von Grundlagen und Faktenwissen in Baustoffkunde steht neben den konkreten Lehrinhalten die Kollaborationskompetenz durch die Anwendung von Peer Instruction im Vordergrund. Für Transferleistungen sind auch hier bereits Reflexionskompetenz und kritisches Denken gefragt. Die Besonderheit ist hier eine sehr heterogene Gruppe mit und ohne Vorwissen aus dem Baubereich und dies erfordert eine diversifizierte Förderung. Die Siedlungswasserwirtschaft als Modul mit deutlichem Praxisbezug im 4. Semester kann bereits auf fachspezifisches Vorwissen aufbauen. Ausgewählte Lerninhalte werden asynchron angeboten.
Für die Anwendungsbeispiele stehen Kompetenzen wie, oder für die Anwendungsbeispiele stehen die Kompetenzen wie zum Beispiel Selbstmanagement, Problemlösung, aber auch die Reflexion im Vordergrund. Im Abschlusssemester des Bachelorstudiengangs bringen dann wunschgemäß die Studierenden ihre Erfahrungen aus dem Praxissemester, also bringen die sowieso ihre Erfahrungen aus dem Praxissemester mit und es werden dann keine konkreten Fragen und Aufgabenstellungen mehr formuliert. Probleme müssen selbst erkannt und reflektiert werden. Die Gruppen arbeiten mit Kollaborationstools, da die Lehrveranstaltung auch konsequent hybrid durch Hinzuschalten einer kleinen Online-Gruppe durchgeführt wird. Und das ist eben auch in der Praxis die Projektarbeitsweise. Wir arbeiten heute in verteilten Teams und dadurch ist das Standard geworden. Hier werden die Studierenden gut darauf vorbereitet. Im Mastermodul treffen Studierende aus verschiedenen Studiengängen, von unterschiedlichen Hochschulen und aus mehreren Kulturen mit verschiedenem Sprachhintergrund aufeinander. Kollaboration, kritisches Denken, Initiative, Reflexionskompetenz und Anpassungsfähigkeit sind unverzichtbar, um die Lernziele gemeinsam zu erreichen. Jede Lehrperson hat ihr eigenes, auf die Lehrgruppe zugeschnittenes, authentisches Konzept. Es werden unterschiedliche didaktische Methoden für die verschiedenen Themen im Semesterverlauf verwendet. Für die einzelnen Themen gibt es jedoch einen klar strukturierten, einheitlichen Aufbau über den gesamten untersuchten Studienverlauf hinweg. Zunächst die Definition der Lernziele. Dann eine Aufbereitung der Lehrinhalte bzw. Hilfestellungen zur Informationsbeschaffung, dann Praxisbeispiele und Übungsaufgaben und Verständnisfragen und Feedback. Die Präsenzveranstaltung kann zur Vermittlung der Lehrinhalte oder im Anschluss an die Selbstlernphase als Diskussionsrunde stattfinden. So können mit fortschreitendem Studienverlauf anspruchsvollere Lernziele erreicht werden. Und die Basis dafür stellen eben diese bisher erlernten Future Skills dar. Wir haben nun ein paar Beispiele aus unseren Lehrveranstaltungen mitgebracht. Hier im vierten Semester wurden unter anderem Vaillant-Lernvideos erstellt. Sie sehen hier Erklärungen von verschiedenen chemischen Fellreaktionen in einer Kläranlage, um Stoffe zu entfernen. Und die Filminhalte wurden dann durch Gamification-Elemente, wie zum Beispiel mit interaktiven Quizzen oder Drag-and-Drop-Aufgaben, vertieft und ganz wichtig in Präsenz dann diskutiert. Des Weiteren wurden Diskussionen konträrer Sichtweisen einer populistischen Quelle, einer wissenschaftlichen Aussage geführt. Und hier ein Beispiel, hier beschäftigten sich die Studierenden mit verschiedenen Aussagen zum Thema Recycling von Kunststoffen. Im siebten Semester müssen die Studierenden eben Aufgaben ohne eine konkrete Fragestellung problemlösungsorientiert bearbeiten. Und die Studierenden sollen dann in Gruppen selbst ihre Arbeitsschritte erkennen und definieren. Der Umgang mit diesen unscharfen Aufgabenstellungen, die eigene Informationsbeschaffung und das Arbeiten in gemischten Gruppen, auch mit Online-Teilnehmenden, spielt im Abschlusssemester eine sehr große Rolle. Genauso werden eben auch im Berufsleben Problemstellungen in der Zusammenarbeit der verschiedenen Fachplanungen bearbeitet. Und heute wird dazu selbstverständlich der Umgang mit Online-Kollaborationstools erwartet. Eine starre wöchentliche Stundenplanung über unsere 15 Semesterwochen wird dieser High-Flex-Lehre eben nicht immer gerecht. Gelegenheiten für Feedback, Zeiten und Recherche in die Teamarbeit müssen eben dann auch in der Stundenplanung berücksichtigt werden. Für eine Lehrveranstaltung mit 2 Semesterwochenstunden haben wir dabei ein 14-tägiges Präsenzangebot getestet mit jeweils 2x 90 Minuten Lehrveranstaltung und einer dazwischenliegenden Bearbeitungsphase, um eben Raum für die Zusammenarbeit im Team zu schaffen. Und dadurch ergibt sich dann auch eine längere Vor- und Nachbereitungszeit in dem Gesamtwochenplan und auch für die Reflexion der Lehrinhalte. Und je nach Studienphase sind aber andere Module oder auch ganz andere Aspekte für die Terminplanung dann relevant. Aufgrund der kurzen Projektlaufzeit und der Tatsache, dass einige Module
nur jährlich bei uns angeboten werden, können die Evaluationsergebnisse keine quantifizierbaren oder statistisch messbaren Ergebnisse liefern. Daher basieren unsere Erkenntnisse auf der qualitativen Auswertung der Evaluationen und der subjektiven Eindrücke von den verschiedenen Studierendengruppen. Moderne Lernplattformen, und wir arbeiten bei uns an der Hochschule mit Moodle, die bieten eine Vielzahl verschiedener Tools an, um Lehrinhalte zu vermitteln. Diese sollten eben vielfältig eingesetzt werden, um die Studierenden über einen abwechslungsreichen Lernpfad zu führen. Und die Personen, die Lehrpersonen, die bevorzugen eben verschiedene Tools, sodass sich auch hier eine hohe Variation über den gesamten Studienverlauf ergibt und der Entdeckergeist der Studierenden angesprochen wird. Manche Studierende, die fühlen sich im Dschungel des Informationsangebots überfordert. Durch ausgewählte Tools kann die Vielfalt des Lehrangebots strukturiert, das Informationsangebot auf das Wesentliche konzentriert werden und den Studierenden werden Orientierungshilfen angeboten. Und so kann dann jeder individuell den am besten geeigneten Lehrpfad für sich entdecken. Also klar ist jedenfalls, dass systematisch angelernte Teamarbeit und das selbstständige Erarbeiten von Themen im Gegensatz zu der Präsentation von Lehrinhalten auf dem Silbertablett zu besseren Lernerfolgen im fortgeschrittenen Studium führt. Die Studierenden, die es ihr gesamtes Studium gewohnt sind, Wissen in Frontalveranstaltungen präsentiert zu bekommen, sind später eben nicht ausreichend in der Lage, neue Problemstellungen zu erkennen und von Grund auf anzugehen. Des Weiteren kann sich die Zufriedenheit der Lehrenden ganz einfach auf die Studierenden übertragen. Aber wie? Ja, ganz einfach. Durch die aktive mitdiskutierende Lehrbegleitung. Ganz nach dem Motto, nur was man gerne macht, kann man auch gut machen. Ja, High Rock für alle eben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke.